Mülhelm, Mülhelm. Nicht Müll, sondern Mülhelm. Hat doch ein Ü. Mülhelm. Nein, das ist ein Müll. Naja, wie auch immer. Oh, 552. Perfekt, 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 perfekt. Du musst Ah. eigentlich gar nichts vorbereiten. Ah, Hä? 553? Ja. Einfach Sonne. Was passiert? Mein Spiel ist abgekackt. Aber du hast gespeichert, oder? Ja. Nein. So ist gar nichts los hier. Gar nichts. Nix, 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 nix. So. Dann würden wir mal sagen, noch haben wir Rot. Heißt, wir machen ja nichts. Jetzt auf S3. Sagen, zurückbleiben. Damals nämlich das Grün. Ich kann kurz. Die kombinieren auch relativ gut. Den ziehen wir auf die 100. Die Steuerung ist wirklich gut. Wenn ich das Spiel wieder starte, dauert es wieder 10 Jahre. Da habe ich keinen Bock. Natürlich können auch gleich noch 20 Minuten machen. Was denn? Ich weiß nicht, 20 Minuten war ich jetzt auf die S3 hier. Ja, eine Folge fast mal vor, wir aufnehmen, wenn du willst. Tschüss, die würde ich mit dem Hosen kacken. Wieso? Machst du ein bisschen Licht an und dann ist gut. Zum S ausgerechnet. Hey. Starke dran Ich bin wirklich. ja, Zuschauer wollen mal sehen, ne? Und nicht irgendwelche zwei Menschen, die da einfach nur im Van chillen und darauf hoffen, dass der Geist irgendwas macht, damit wir wissen, was für ein Geistart das ist. Hast du Ich recht. bin vorhin auch YOLO alleine reingegangen. Ja, rein drücken können wir es machen. Darf mich das nur nicht erschrecken, dürfen wir keine Horrorkarte machen. Dann ist schon was passieren. Na, irgendwelche Jumpscares oder so. Aber Ja. so, es klingt wirklich nicht, als hier ist drin. Na, 20 sind jetzt auch voll aus. Das stimmt ja. 20. Außer das Schild zeigt das auch noch nicht an. 90. Das ist, glaube ich, das einzige Spiel, was wir derzeit zusammen zocken können, was mir gerade auffällt. Obwohl du nicht rausgehst. Ha. Du Witzbold. Entschuldigung. Die Bremsen der S-Bahn finde ich krass, finde ich echt gut. Warum stehen hier so komisch? Wird nicht sehen, was an Schranke ist, nicht gerade. Egal. Um mich in Sims 4 runter, kannst du das auf deinen Kanal bringen? Was willst du runter? Ja, gut. Ich lade Sims 4 runter, dann kannst du sowas hochladen. Oh, das ist 4, habe ich auch. Teil wird nur deinstalliert.
wegen Speicherplatz. Musstest du wieder installieren. Ja, habe ich auch wegen Speicherplatz das mal runtergeschmissen. So. In sich sieht es ja recht gut aus. Schade, dass die Strecke nicht geupdatet worden ist. Eigentlich schade, wirklich schade. Aber, naja. Und schön. Und Sonnenabgang. Dadurch, dass du bestimmt eh noch 10 Jahre brauchst, überlege ich mir, ob ich mir gleich was zu essen mache. So lange brauche ich gar nicht. Also ich finde die Lust an die S-Bahn noch weiter, dann ist ja, wir fahren auch einfach, aber ich brauche ungefähr diese Abschätzung. Egal, meine aktuelle Spielzeit in Phasmophobia beträgt 31 Stunden, 31,7 Stunden. Heftiges Ding. Aber seitdem der Patch draußen ist, seitdem stürzt mein Spiel auch nicht mehr so oft ab. Beziehungsweise so gut wie gar nicht mehr. Ja, ich gehe mal davon aus, dass es nämlich an den Servern allgemein so lag. Sind aber auch immer die komischsten Spiele. Oh, alter, Resident Evil Village. Village. Wie komme ich jetzt auf Village? Keine Ahnung. Wir haben die genannt, wirklich. Digga, 30 Euro. Kann ich auf 140 fahren? Das ist eine gute Frage. Ich bin mir unsicher. Was tust du da schon wieder? Hä? Meine Katze spinnt schon wieder rum. Ich glaube, die dürfen 140 fahren, aber das war Grenze. Ich weiß, 140 war die. Das ist Punkt 6 Uhr. Krass. Oh, so, ich glaube, es piepen. Piep. Was ist das hier für ein Spiel? Escape Room. Oh, das könnte ich, habe ich auch mal auf dem Schlüssel. Der kranke College, das ist gerade aktuell kostenlos. Was? Ja. Der kranke Kollege. Dann bin ich mir ja gerade unsicher. Das heißt so, Escape Room, der kranke Kollege. Ist egal. Gibt es aber schon seit Sommer 2021, seit Sommer 2020. Oh, ich will keinen Ton. Ich will mal selber in so ein Escape Room rein. Ne? Ich will selber mal in so ein Escape Room. Ich hab gehört und warum? Achso. Keine Ahnung, ist bestimmt so ein cooles Ding. Oh, ist da ein Intercity? Das ist ein Intercity, Jungs. Ich meine, ich bin nicht gerade der Intelligenteste, was Rätsel angeht. Aber sowas mal ausprobieren sollte nicht schaden. Das stimmt, ja. Ja, das ist man echt gut. Essen von Hausen. Ich habe einen Freund, der wohnt in Essen. Der ist hier auch oft auf der Strecke unterwegs. Ich habe noch Joghurt. Schön.
Schön, Joghurt von der Kita. Und ich habe einen Freund, der benutzt das Wort Essen sehr oft. Hey. So fährt es auch nicht. Ja, sollte man wissen. Also ich esse doch nicht so viel. Ja, warum so viel esse ich denn? Möchtest du mir irgendwas sagen? Eigentlich nicht drum. Ich hab bloß Speed, wie Speedy. Weil ich drück manchmal immer einfach auf Sicher, ne? Einfach so. Ich lasse dich mal ganz kurz mit deinen Zuschauern alleine, denn ich gehe mir jetzt erstmal was zu essen. Ich habe Hunger. Außer hier noch ein langer. Alles klar, mach was. Na, ich auch. Ob du willst oder nicht. Bremsen zu stark, Jungs. Das ist krank, ey. Da muss ich jetzt mal gewöhnen. Immer nur Regio und das City fahren und dann so eine Krampf kommt man. Ist ja den Timer einbauen, wie lange ich brauche, um wiederzukommen. Jetzt ist, alles klar. Wir sind nämlich bei 12, Minute 12 von der Aufnahme. Mal gucken, wie lange man braucht. Oh, wir sind jetzt schon früh da. Ups. So, komm da raus. Komm da raus, du kleine Maus. Frage ist, Ist. will ich wirklich? FOMO, FOSO, FOMO, FOSO Mobile. Ich kann nicht aussprechen, Ist. Entschuldigung. Ich kann das Game nicht aussprechen. Das interessiert einfach nicht. So, dann ziehen wir weiter. Ich sollte mal auf Gas drücken. Also ist mein Handy auf der starke Leistung. Ja, scheiß drauf. Wir sind hier im S-Bahn-Fahren, da gibt es kein Telefon. Ich muss hier halt warten. Passiert. Ich hoffe, ihr seht die Folge nicht. Oh, da werde ich gar nicht unterstützt. Ich den dürfen wir nicht fahren? 120, wa? 120. Richtig? Ja, sage ich doch. Vertraut mir nicht, wa? Ich hab's nicht wahrgenommen. Ich hab's nicht wahrgenommen. Ich hab es nicht wahrgenommen. Ich glaube, es geht zurück auf 100. Oder auf 110 bei der Strecke. War das, glaube ich, 110? Ja, lieber sind wir erstmal auf 100 und dann auf 110 schleunigen. Anstatt auf. Ach, das sind wieder so. Da können wir gleich mal gucken. Was das war. In der Geschwindigkeit. Ich glaube 110. Boah, ist echt weit weg der Bahnhof. Okay, natürlich schon gut. Sieht ein bisschen näher aus. Ich glaube nicht, naja. Ja, hier sollte relativ gut sein, ja. Eigentlich schon, weil hier ist auch der Eingang. Sollte relativ guter Platz sein. Vielleicht ist Ulf. Ulf. Wir sind zu spät? Alter, mein ganzes Handy ist kaputt? What the fuck, mein...
Lernen kauft mir das Handy. Definitiv. Lustige Story. Ich habe mir meine alte Panzerfolie, das war schon komplett zerrissen. Die war ja auch mal ja schon alt. Ich noch Ersatz gehabt dafür. Und ja, hab schon alles hingelegt so. Ich dachte mir, hey, du kannst zwar alleine, aber dein Vater, also gut. So, der kann es halt besser. So, der kann es halt wirklich. Der kann es perfekt. Das ihm machen. Wartest du heute Abend, leg alles hin, das wird das ihm halt auch machen. So. Ich, Idiot, an demselben Tag, und zwei Stunden vor meinem Vater nach Hause gekommen ist, habe ich mein Handy kaputt gemacht. Fällt runter, bam! Und so auf die Kante, mit so einer Geschwindigkeit. Ja, das ist vielleicht etwas, könnte man halt einen Hammer rumschlagen. Hammer, Nagel und schön oben in die Ecke rennen. So sieht es auch aus. Warum ist der 80? Verstehe ich nicht. Egal. Aber ich war nur ein 80er schön. Ich muss wahrscheinlich schon wieder über das hin haben. Hm, egal. 120. Ja, das wird kurz. Ein kurz. Den können wir direkt. Hier jetzt auch schon. Ich weiß gar nicht, wo ich die Farbe. Weiß gar nicht genau. Jetzt wollen wir uns mal runterrollen. Wir müssen ja ein bisschen an Öko denken. Fußbus. Sollte eigentlich hier auf der Bahnhof sein. Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher. Wie viele Meter noch? Okay. Hopp. Piep. Kann ich hoch. Oh, grün, grün, grün ist alles, was ich liebe. Grün, grün, grün ist alles, was ich mache. Das war der Bahnhof. Die alten Strecken sind relativ so standard. Ja, also einfach, das ist einfach. Stark. Stark, wie wir den Bahnhof fahren. Das finde ich echt stabil. Bin wieder da. Das habe ich gehört, tatsächlich. Wenn du es von mir verheimlichen wolltest. Ja, wir hätten vielleicht so die 15 Meter oder so da weiterhalten können, aber ist schon okay. Relativ schön, der Ort hier. Und wir sind wieder pünktlich. Wir haben die Minute wieder aufgeholt. Das freut mich. Die 7 Sekunden nach mache ich ein Häuschen drauf. So, steigen wir wieder raus. Kilometer sind wir. Grün-gelb, grün-gelb, gelb-gelb, grün-gelb. Ach, hier war das mit dem Scheißsignal, was ich nicht kann. War nicht 60? Nö. Kein Plan. Das war aber nicht die Strecke. Vielleicht bin ich einfach vorsichtig. Halt, ich bin noch kein Zugexperte. Dauert noch, bis ich mich dahin bewegen darf. Aber rein theoretisch. Haben wir rot, ja.
runter auf 45. Und bremsen langsam vor. Vor mir sind nämlich 25. Werdet ihr auch gleich sehen. Wenn wir nah genug ranfahren. Was ich machen werde, weil ich nicht ganz sicher bin. Eine Bahnhofsgröße. Oh, keine 25? Normalerweise müssten die 25 jetzt aufstehen, aber da sieht er jetzt 25. 25. So, Endstation. Wir sind am Endpunkt angekommen. Von hier fährt sie wieder zurück. Da bin ich mir unsicher. Da will ich euch keine falschen Details. Ah ne, Quatsch, ja, sag ich, also fährt er jetzt dann rechts runter. Mit der anderen kann man links hochfahren. Dann fährst du nach links hoch. Können wir auch mal machen. Werden wir auch bald machen mal. In den nächsten Folgen auf jeden Fall. Und für uns war's das. Okay. 21 Minuten gebaut. Als Haltepunkte waren alle relativ okay. Relativ gut. Wir waren eigentlich von der Zeit her perfekt. Von der Zeit her überall perfekt. Außer Essenschäle, Bahnsteig 104. Da waren wir eine Minute später da. Aber sonst überall sind wir perfekt da gewesen. Ja, das war doch schön. Damit bedanke ich mich für die Folge und wir sehen uns, hoffentlich, nächstes Mal auf der Strecke wieder. Haut rein!